Moin und willkommen zu Daniels Kramladen. Wie ihr gerade schon im Intro gesehen habt, heute gibt es ein kleines Unboxing. Und zwar habe ich da ein paar Pakete gekriegt, dieses Mal ein paaar groß geschrieben. Der Rainer von JR Labs war so nett und hat mir ganz zügig, ganz schnell ein bisschen was für meinen Kofferraum zukommen lassen. Es geht wieder in Richtung Amerika, das heißt Sundown Audio in der Haus. Ja, man sieht schon X15, die ganz neue Version, V3, Dual ein oben. Und das ergibt eine Gesamtimpedanz beider Woofer. Quasi die Schwingspulen jeweils in Reihe geschaltet und dann die beiden Woofer parallel. Ein Ohm, das ist wie gemacht für meine Sundown Audio 8000D Evo X, die auch ihre maximale Leistung an einem Ohm bringt. Und ich denke mal, das sollte gut windig und laut werden. Und ja, ich nehme euch jetzt mal mit in ein kleines Unboxing. Dafür werde ich jetzt einen Woofer gleich runterstellen. Ich gehe ja mal davon aus, dass beide Woofer identisch sind. Von daher zeige ich euch jetzt mal das Unboxing von einem Woofer. Und ja, und dann schauen wir uns den Lautsprecher mal genauer an. Und vielleicht hat der ein oder andere ja dann Bock, sich so ein Teil zu besorgen. Vielleicht nochmal zur Information, Sundown Audio gibt es in Deutschland offizielle Händler. Und der Rainer von JR Labs, das ist halt der deutsche Importeur und der deutsche Vertrieb für Sundown Audio, der verkauft auch. Und falls ihr bei ihm bestellen solltet, schöne Grüße von mir. Und ja, dann wollen wir mal loslegen. Sure do like to show your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it doesn't. Toss me out, I'll hit the ignition. Now you listen. Hop up up in the window. Smaller and smaller, you fade out. So, da ist das gute Stück. Massiv gebaut. Eine dicke Sicke. Lustig, wie sich das immer reimt. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns den Woofer mal genauer an jetzt. Und schauen mal, wie das Teil quasi im Detail aussieht. Dafür habe ich noch eine kleine andere Kamera und los geht's. Hier sehen wir jetzt den Woofer von oben und er hat halt echt eine dicke Sicke. Wir schauen mal, wie groß die Membran ist. Die wird ja immer gemessen von Mitte Sicke zu Mitte Sicke. Jetzt schauen wir mal. Also, das ist jetzt nicht so viel für ein 38er 15 Zoll. Die Sundown-Sicke ist ja sehr massiv ausgelegt. Ich glaube, das ist die Mega Surround oder Mega Roll heißt die. Und man sieht es halt schon, das Ding ist auf Hub ausgelegt. Das geht natürlich zugunsten der Membranfläche, gerade wenn man die Sicke so breit macht. Früher hätten wir gesagt Rindswurst-Sicke. Und aber was an Membranfläche fehlt, das wird durch Hub wettgemacht. Also Sundown gibt an, ein X-Max von 30 mm pro Richtung und ein X-Mech, also bis er anschlägt, über 100 mm. Und das ist schon ordentlich. Gut, gehen wir mal eine Etage tiefer
Ich hole hier mal ein bisschen Licht. So, jetzt habe ich mal ein bisschen Licht organisiert. Ja, man sieht sehr gut die schönen großen Anschlussterminals. Die Anschlusslitzen sind doppelt ausgeführt. Und ja, die Anschlusslitzen sind doppelt ausgeführt. Und was sofort auffällt, die Spider, also die Spinne, die ist, ich hoffe mal, das sieht man, sehr massiv verklebt. Also da wurde mit Kleber wirklich nicht gespart. Vielleicht sieht man das hier so ein bisschen. Und die sollte sich mit Sicherheit nicht vom Korb lösen. Das macht das Reconing, wenn er denn kaputt geht, natürlich deutlich aufwendiger, weil dann halt viel Kleber zu entsorgen ist. Aber man sollte ja bei einem Woofer, den man neu hat, nicht gleich davon ausgehen, wie er reconed werden kann, ob es einfach ist oder nicht. Sondern vielmehr ist, dass er Output bringt und vor allen Dingen, dass alles hält. Und ja, dafür muss natürlich alles ordentlich verklebt sein. Wir gucken noch mal kurz unter die Gummidichtung. Oh, knack, knack. Und unter der Gummidichtung sehen wir überraschenderweise, dass die Sicke zusätzlich zum Kleber, also man sieht hier ganz leichte Klebeflecken. Ah, jetzt will er nicht fokussieren. Ist er auch noch verschraubt mit solchen Metallsegmenten. Und das macht natürlich einen sehr guten Eindruck. Und auch das sollte dafür sorgen, dass bei den mechanischen Geschichten alles dabei bleibt, wo es hingehört. Gut, dann tauchen wir mal ab nach unten. Jetzt kann man es sehen. Und zwar hat er, also die X-Serie hat jetzt die Schwingspule der ZV5-Serie bekommen. Das heißt, da sieht man den schwarzen Flachdraht. Dadurch hat sich die Belastbarkeit auch erhöht. Sundown gibt an, dass von 1500 auf 2000 Watt die RMS-Belastbarkeit gesteigert wurde. Wobei bei Sundown das ja immer sehr konservativ ausgelegt wird bzw. angegeben wird. Und dementsprechend sollte man da auch, immer wichtig, dass es saubere Leistung ist, sollte man halt auch deutlich mehr Leistung drauf geben können. Bei mir sind es dann im Idealfall 4000 Watt pro Woofer an 1 Ohm bei perfekter Ausgangsspannung. Und ich sag mal, in der Praxis ist es dann je nachdem, was man jetzt an Impedanzanstieg hat in der Box und dies und das, zwischen 2 und 3 kW. Und ich denke mal, das sollten die beiden Woofer locker wegstecken. Okay, dann gucken wir uns noch einmal den hinteren Teil an. Und ja, hier sieht man jetzt nochmal das, so ein bisschen blöd zu beleuchten hier. Ich hätte ja auch mein Videolicht nehmen können. Naja, gut. Auf jeden Fall, hier sieht man jetzt, die Rückseite des Magneten ist optisch verchromt. Also ganz anders wie bei dem Pride Woofer, den ich habe. Das ist natürlich wie gemacht für Schaueinbauten. Mit Plexiglasfenster. Wir sehen auch hier, es gibt eine
Belüftungsbohrung im Magneten, einmal die außenliegenden von der Schwingspule. Sundown ist ja bei 3 Zoll Schwingspulen, also 7,5 cm. Und die Polkernbohrung in der Mitte. Und das sollte man natürlich entsprechend beim Gehäusebau beachten, dass einfach diese Öffnungen atmen können im Gehäuse. Also es macht keinen Sinn, wenn jetzt zum Beispiel direkt dahinter schon die eine Holzwand wäre vom Gehäuse. Das heißt, dann ist die Kühlung nicht vernünftig gegeben und ja, dann gibt es Probleme und deshalb Puffer, die Wahrscheinlichkeit, dass die Schwingspule die ganze Antriebseinheit überhitzt, ist sehr groß. Und natürlich, es kommt zu Kompressionserscheinungen und das behindert natürlich auch ja, das Ein- und Ausschwingen der Membran. Alles in allem ist es ein sehr schöner Woofer. Ich finde ja diese Lautsprecher mit den massiven Körben ja eh sehr sexy. Und ja, ist eine tolle Sache. Ich bin sehr gespannt, was die zwei bei mir im Auto leisten werden. Das Gehäuse ist so gut wie fertig. Ich muss mal gucken, wann ich die einbaue. Was ich euch aber auf jeden Fall noch zeigen möchte, das ist halt eben das Lebendgewicht von dem Lautsprecher. Und da werde ich meine Waage besorgen und wir sehen uns gleich. Und wir haben 29,7 Kilo. Gut, Körperfett kann er jetzt natürlich nicht messen, aber 30 Kilo pro Woofer, das ist schon nicht wenig. Auch da gibt es natürlich schwerere Kaliber. Auch da würde ich sagen, als Beispiel den Pride, der nochmal 10 Kilo mehr auf die Waage schmeißt. Aber das Thema Gewicht ist ja nur ein Faktor und hat ja auch für die Performance an sich nichts zu sagen. Ja, das war es erstmal zum Unboxing vom Sundown Audio XV3 15 D1. Und ich würde sagen, ich hoffe, es konnte euch einen kleinen Einblick geben in das gute Stück. Ich glaube, der Stückpreis liegt so bei 800, 900 Euro. Man bekommt auf jeden Fall einen gewissen Gegenwert. Und ja, natürlich super steif aufgehängt. Ich verweise da gerne an mein Einspiel- oder Break-In-Geschichte, was ich mal bei mir im Blog geschrieben habe. Der Lautsprecher oder die beiden Subwoofer werden jetzt erstmal schön sanft eingepegelt. Und dann gucken wir mal, dass wir demnächst dann mal ein bisschen lauter drehen können. Und ja, ich bin sehr gespannt, was den Output angeht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Basteln und schaut wieder rein. Liken nicht vergessen, Glocke abonnieren, Kanal abonnieren, whatever. Ihr wisst, was zu tun ist. Bis dann. Ciao.